Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Ja, für mich ist heute Dienstag und heute gab es ja, das große Update und ich glaube, ich habe den Event jetzt verpasst. Ich wollte mal eben was gucken. Warte mal eben, wo war das? Irgendwo hatte ich doch vorhin. Was hier? Da. Da können wir so Kisten öffnen, ne? Ein Hemd. Kojotenhemd. Cool. Mechanikerschuhe. Ja, gut, ne? Ein Halstuch. Okay. Oh, das Case-Opening hier. Oh, Witze. Mit dem Igel. Was haben wir noch Tolles? Eine Geste. Wow. Oh, noch ein Kippi. Kojoten-Bandana. Nee, das ist einfach nur eine. Ist das wirklich ein Bandana? Ist das der Knoten hier? Sah ein bisschen aus wie. Habe ich jetzt auch noch drei Kisten? Eine Hose. Agent Anns Hose. Was macht Agent Ann jetzt? Na, die ohne rum. Das tut mir leid. Ein paar Schuhe. Ach Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben Agent N nackig gemacht. Mungo-Sichtschutz. Ja, nice, nice. Was ist das? Noch was zum Öffnen? Noch eine Geste, okay. Wow. Ich werde nur noch so rumlaufen. What the f. Gesammelte Objekte 7. Da kann ich mir jetzt nichts mehr öffnen, ne? Ne, die habe ich jetzt doch alle geöffnet. Oder? Ne, ich will nichts kaufen. Nein. Chill mal. Chill mal. Machen wir mal zu hier. So. Wir haben ganz viel neues Zeug. Warte, da war der. Projektemann. Läuft sie gerade ein bisschen komisch, kann das sein? Irgendwie läuft sie immer noch Treppe hoch oder so, ne? Hey Agent, uns Okay. gehen gerade eine Menge Dinge aus. Können Sie uns helfen? Wir müssen einmal Geiseln retten. So, die Nemesis besiegen. Wöchentlicher Abstieg. Besiegen wir die Oh, Nemesis? guten Tag, Agent. Ja, aber wo ist denn das? Operationsbasis. Und hier muss ich noch zwei von den Dingern sammeln. Ja, wir machen erstmal die beiden Dinger. Da weiß ich zumindest, wo ich hin muss.
Ja, dann nehmen wir Eddie hier. Verbündeter Nachschubkonvoi erkannt. Ja, mit den Konvois, da konnte die mir jetzt noch gar nicht sagen, was da los ist, weil die Folge ist noch gar nicht veröffentlicht heute. Da liegt noch was. Tragbares Gerät erkannt. Ich hab's vor dir gesehen. Wie ich sehe, seid ihr beiden unterschiedlicher Meinung. Das ist eine höfliche Umschreibung. Es gibt Drainagen, die funktionieren und welche, die tun's nicht. Es hat nichts mit Meinung zu tun. Deiner Meinung nach? Die Physik ist eindeutig, Mann. Ganz ruhig. Wo liegt denn nun das Problem? Er zieht einen Graben. Und das ist schlecht? Sobald es regnet, wird das eine riesige Schlammpfütze. Die läuft vermutlich irgendwann über und flutet Teile des Gartens. Das ist doch Quatsch. Ich grabe seit Jahren Gräben. Ja, das funktioniert vielleicht in Tucson oder wo du herkommst. Aber DC wurde wortwörtlich auf einem Sumpf errichtet. Das wird ein Desaster. Deiner Meinung nach? Mike, Janine kennt sich aus. Also folgen wir ihrem Rat. Aber wenn du es unbedingt beweisen willst, dann zieh doch außerhalb der Siedlung ein Graben, wo nichts passieren kann. Nur für den Fall, dass Janine doch recht hat. Vielleicht mache ich das. Nimm Gummistiefel mit, falls es regnen sollte. Okay. Vielleicht ist er auch nur nicht ihrer Meinung, weil seine Frau ist. Aber schwieriges Thema. So. Ich bleibe immer stehen, wenn die reden, weil ich weiß nicht, ob das Gespräch nach einer gewissen Zeit abbricht. Oder ob ich das jetzt quasi hier über die ganze Karte hören kann. Könnt ihr mich gerne zu aufklären, wenn ihr da mehr wisst. Aber wie gesagt, ich bin für jeden Hinweis dankbar. Auch dass ich nicht zu den Turrets hinrennen muss, um die aufzuheben. Hab ich dann jetzt auch verstanden. Interessantes Objekt entdeckt. Was habe ich entdeckt? Ein interessantes Objekt? Da irgendwo. Bin ich irgendwo rein? Hallo? Elektronisches Gerät erkannt. Wäre das nicht cool, wenn man in jedes Haus geht. Ich muss aber diesmal, auch das habe ich mir gemerkt, nach gelben Sachen Ausschau halten, wo ich eventuell hochklettern kann. Ah, sind hier schon wieder Gegner? Ah ja. Das ist jetzt. Hast du die jetzt alle in die Luft gesprengt? Schon wieder leer! Oh nein, hat sie nicht. Oh, ich hab getrollen. Doch, da ist ein Gegner. Warte. Und zeig dein hübsches Köpfchen. Ja, ich war ein Helm auch, ne? Warte, ich bin gleich wieder soweit. Lasst uns in Ruhe! Genau, lasst sie in Ruhe. Hallo? Lass mal was hier. Ich hab dich gerettet. So, ich muss jetzt aber wieder weiter, ne? Keine Zeit zum Quatschen. So, komme ich hier rein? Muss ich in das Gebäude kommen. Oder aufs Dach oder was auch immer. Da, seht ihr? Gelb habe ich direkt erkannt. Ha! Ich habe den mich jetzt drauf geachtet. Ja, fehlt uns noch einer. Dann, was stand da? Locken wir jemand hervor oder so? So viel Loot hier.
Matroschka-Protokoll. Suchermine. Admiral. Okay. Weird. Oh. Hallo, Aaron Keener hier. Ihr erinnert euch vielleicht, wer ich bin, vielleicht auch nicht. Das spielt eigentlich keine Rolle, denn im jetzigen Szenario bin ich wichtiger als ihr. Ich habe den Virusdrucker, den der alte Amherst benutzt hat, um das grüne Gift zu erschaffen, und ich habe Vitali Tschernenko, der weiß, wie man ihn benutzt. Also jagt mich, wenn ihr euch traut, aber denkt daran, was passiert, wenn ihr mir zu nahe kommt. Keine Versprechen, aber meine Freiheit ist mir mehr wert als euer Leben. Ach, sympathischer Kerl, oder? So, dann machen wir einmal da eine Schnellreise. Boah, ist das nicht furchtbar kalt im Moment? Also, jetzt noch, am Dienstag. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter wird, wenn die Folge rauskommt. Die kommen, glaube ich, erst Freitag. Mir ist so kalt. Ich sitze hier. Dicker Fließbulli, alles. Ich habe sogar eine Bettdecke über meinem Schoß liegen hier. Wahnsinn. Ich liebe Dachgeschoss. Im Sommer gehst du kaputt hier rum. Und im Winter frierst du dir alles ab. Sind denn die Gegner? Übertragung empfangen. Hol's dir! Hä? Ach so. Das Magazin wechseln! Verlass dich auf mich! Nicht daneben! Was ist das? Drohne. Wegpacken. Ja, aber hier haben wir jetzt richtig was Geiles. Alles Gute da draußen. Ausstattungsmod. Aha, okay. Das ist bestimmt gut. Weiter geht's. Ist ja bei mir auch immer. Es dauert immer ein bisschen, bis ich vorankomme, ne? Weil jetzt machen wir heute wieder 2-3 Folgen. Und ja, dann habe ich bis zum Ende der Woche auf jeden Fall Folgen und dann. Wo ist denn jetzt die Hinrichtung? Da ist meine Quest. Ist die auch hier? Vielleicht kann ich ja mal beide retten. Das hier ist eine Warnung an die Division. Haut verdammt nochmal ab, bevor wir euch noch umlegen. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Doch, mit ein paar Irren. Ja, ja, hier. Ich verpasse den ganzen Spaß. Hier, oder? Kommt die. Bringt dir aber nichts. Sind hier noch Gegner? Das hier ist eine Warnung an die Division. Haut verdammt
Kommandant. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Ich dachte, ich wäre hier bei der Geiselnahme anscheinend nicht. Halt durch, Turret. Brauch dich nicht. Das hier ist eine Form. Vorgang fortgesetzt. So, von wo kommen wir? Wieder von da. Fliegt mein kleiner Freund. Ah. So, wo ist meine Kiste? Die Geiselnahme wäre viel wichtiger gewesen, glaube ich, ne? Musste ich die nicht sogar abschließen, irgendwie? Wo ist denn jetzt der Loot? Der Campus ist jetzt stärker und widerstandsfähiger denn je. Wir haben ein Refugium erschaffen, in dem sich jeder sicher fühlen kann. Einen Ort, der geschützt ist vor den Problemen der Außenwelt. Cordon. Bitte, wenn Sie Hilfe brauchen, treten Sie unserer Familie bei. Ich sehe keine Kiste. Naja. Naja gut, den Rucksack, den ich jetzt nicht gekriegt habe, den holen wir dann nächstes Jahr. Oder einen anderen. Ich denke ja, dass wir hier ein bisschen länger beschäftigt sind. Bei The Division. Kann ich das aufschließen? Nö. Ach, da muss ich drüber klettern. Wow. Eben noch gesagt, ich passe jetzt voll auf. Naja, ich hab's ja. Ah, da darf ich schießen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Agent fordert Verstärkung an. MK-17. Ich werde nicht sagen, dass die Dinge gut stehen, denn das tun sie nicht. Aber es ist schon besser als vorher. Downtown hat die medizinische Seite im Griff, was gut entdeckt. Und Rose hat alle Hände voll zu tun mit dem irren Kram, den er mit den Systemen anstellt. Währenddessen tun Lau und ihr Freund ihr Bestes, das Chaos aufzuräumen. Ein gewaltiges Unterfangen, zu dem wir alle und noch viele mehr beitragen müssen. Aber zum ersten Mal seit langem glaube ich, dass wir eine Chance haben. Okay, dann machen wir erstmal Schnellreise hier hin.
Da war auch noch ein Kontrollpunkt hier, ne? Aber jetzt gucken wir mal eben wegen der Waffe. Da müssen wir wieder klicken. Aber unsere alte Klicker, wo war sie? 1700? Ja. Die nehmen wir. Dann klicke ich lieber wieder. So, alle Plätze. Wir machen das Visier drauf. Das Magazin. Die Mündungsbremse. Ne, es war ein Griff für die Mündungsbremse. Danach kam die Mündungsbremse. So. Aber die hat jetzt nicht direkt die Farbe, ne? Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. Nee. Na, ist doch egal. Beim Marker ist weg. Ne, ist noch da. Okay. Ich glaube, ich muss hier raus. Oder? Wo ist denn der Ausgang? Gott, wie kann man so hilflos sein immer? Hier, ne? Ne. Danke, dass Sie Jeff gerettet haben. Hab ich gern gemacht. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber. Ach, Jeff, der. Nicht Blumenmann, Imker. So. Nee, da komme ich auch nicht raus. Hier komme ich raus. Tragbares oder? Gerät erkannt. Exit, Exit. Hallo? Ah, Mann. Ich finde nicht raus. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt blamiere ich mich schon wieder. Jetzt wird es mir angezeigt. Ja, danke schön. Nachdem ich mich erstmal schön blamieren durfte. Der Jubo wieder, ey. So, dann gucken wir mal nach dem Typi. Mal sehen, wer hier wen verhaut. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Das ist schlecht. Gut, meine ich. Ist hier durch, durch die Gasse? Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Das ist am Laut. So viel Loot hier wieder. Warte mal, da ist noch eine Tür. Muss ich mal hingucken gehen. Brauche ich da einen Schlüssel für oder was? Nee. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Okay, wir gehen jetzt da hinten wieder raus. Warte, da ist noch was? Na, nee, doch nicht. Wir gehen jetzt hier wieder raus. So, wo ist er? Unfreundlicher Herr. Hier lang? Vielleicht?
Habe ich hier drüber? Ja. Hier? Hey. Hallo? Warum kann ich denn hier rein und komme da nicht weiter? Da sehe ich wieder was. Hier lang vielleicht? Oh. Okay. Leute, ich will jetzt nicht, ich will zu dem Typen hier. Hört mal auf, so aufdringlich zu sein. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ja, den machen wir danach. Die schießen auf mich. Wie unhöflich. Da rein. Hallo? Hat da schon wieder einer auf mich geschossen, oder was? Nee. Ist doch keiner hinter mir. Was war das? Ja, Muni auffüllen. Na. Ah. War mir nicht schlimmer. Bin ich gerade blind oder sehe ich hier wirklich keine Gegner? Da sehe ich einen. Da sehe ich noch einen. Was hat der denn an der Seite? Ich höre sie reden, aber ich sehe sie nicht. Oder sind die unten im Loch? Nein, Quatsch. Nein, oh! Dafür gibt es jetzt keine Entschuldigung. Hä, ich hab's doch. Ist doch wieder aufgehoben, dachte ich. Aua, lass das. Der ist mir bestimmt vom Kontrollpunkt aus gefolgt, oder? Wir müssen nach unten. Und dafür müssen wir erstmal nach oben. Ja, doch, wir waren hier schon. War hier nicht der Imker dran? Ich glaube schon, oder? Oh, oh. So, jetzt aber. Das ist ihr Ziel. Gehen wir auf den da hinten. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Sheriff.
einsammeln. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Stoner. LMG. Ja, ich mag ja die Maschinengewehre. Ich wünschte, ich könnte 3 Waffen benutzen. Aber ja, das Nachladen dauert ewig. Der Schaden ist nicht wirklich gut. Hm. 580 Schuss pro Minute. 200 Schuss. Die sollten sie zumindest mal ausprobieren. Nein. Standardmäßig mit Silencer. Das drauf. Ausrüsten. Ausrüsten. Griff haben wir nicht. Oder? Nö. Griff haben wir noch nicht. Wie kann ich denn jetzt noch mal... Wie färbe ich das denn noch mal? Dann machen wir jetzt wieder die Kiste auf, oder? Ja. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Sachen einfärbe. Die ist eingefärbt. Aber wie färbe ich die ein? Option? Oh Gott, was ist das? Still zumachen. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Unter Bekleidung, was macht ja keinen Sinn. Guck trotzdem. Da. Dschungel haben wir, ne? Ne, Marschland. Anwenden. Anwenden. Ja. Jawohl. Sehr gut. Da ist noch eine Kiste. Okay. Dann würde ich sagen, ich muss auch langsam mal meinen Rucksack leer machen. Wir gehen jetzt einmal noch zur Siedlung zurück. Kann ich? Ja. Ich kann von hier unten schnell reisen. Dann gehen wir noch mal die Aufgabe ab. Und dann kann ich die Tasche einmal leer machen. So, jetzt müssen wir hier runter und dann links war es, ne? Wollten wir nicht den Kran entschauen? Ich lerne den Posten ja auch noch kennen. Erstmal ein paar Mal. Ne, hier war es nicht. Ach, geradeaus. Zivilisten in Not. Chill, Bro. Das jetzt? Nee. Achso, der war sowieso schon fertig. Geiselrettung. Ja, die habe ich eben verpasst. Die müssen wir dann in der nächsten Folge suchen. Nun gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.